Paul Celan, Todesfuge. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken sie abends. Wir trinken sie mittags und morgens, wir trinken sie nachts. Wir trinken und trinken. Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreibt. Der schreibt, wenn es dunkelt nach Deutschland. Dein goldenes Haar, Margarete. Er schreibt es und tritt vor das Haus und es blitzen die Sterne. Er pfeift seine Rüden herbei, er pfeift seine Juden hervor, lässt schaufeln ein Grab in der Erde. Er befiehlt uns, spielt auf nun zum Tanz. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts. Wir trinken dich morgens und mittags, wir trinken dich abends. Wir trinken und trinken. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreibt. Der schreibt, wenn es dunkelt nach Deutschland. Dein goldenes Haar, Margarete, dein aschenes Haar, Sulamit. Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Er ruft, stecht tiefer ins Erdreich ihr einen, ihr anderen singet und spielt. Er greift nach dem Eisen im Gurt, er schwingt's, seine Augen sind blau. Stecht tiefer die Spaten ihr einen, ihr anderen spielt weiter zum Tanz auf. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts. Wir trinken dich mittags und morgens, wir trinken dich abends, wir trinken und trinken. Ein Mann wohnt im Haus, dein goldenes Haar, Margarete, dein aschenes Haar, Sulamit. Er spielt mit den Schlangen. Er ruft, spielt süßer den Tod. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Er ruft, streicht dunkler die Geigen. Dann steigt ihr als Rauch in die Luft. Dann habt ihr ein Grab in den Wolken. Da liegt man nicht eng. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts. Wir trinken dich mittags. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Wir trinken dich abends und morgens. Wir trinken und trinken. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Sein Auge ist blau. Er trifft dich mit bleierner Kugel. Er trifft dich genau. Ein Mann wohnt im Haus. Dein goldenes Haar, Margarete. Er hetzt seine Rüden auf uns, er schenkt uns ein Grab in der Luft. Er spielt mit den Schlangen und träumet. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Dein goldenes Haar, Margarete. Dein aschenes Haar, Sulamit. Liebe Freundinnen der Poesie, willkommen. Ich spreche heute über Paul Celan, Todesfuge. Diese Besprechung hat sich Maria gewünscht und das Gedicht gehört ja zu den ganz viel interpretierten. Man hat viel darüber geschrieben und gesagt und ich versuche jetzt nicht zu viel zu sagen. Ich hoffe, das Video wird nicht ganz zu lang. Aber dieses Gedicht kann man nicht gut alleine besprechen, sondern man muss es in einen Kontext stellen mit dem Gedicht Er von Immanuel Weißglas. Und dieses Gedicht bespreche ich in einem anderen Video, das ich mit diesem Video auch verlinken werde. Und dann kann man diese beiden Gedichte auch vergleichen. In diesem Video spreche ich jetzt aber nur über Todesfuge und werde die Elemente, die Celan von Weißglas übernommen hat, nicht jedes Mal benennen, weil sonst wird das Video, wie gesagt, einfach zu lang. Todesfuge hat eine interessante Vorgeschichte. Ich möchte da jetzt nicht zu viel drauf eingehen, aber eine Sache möchte ich doch sagen. Celan hat an dem Gedicht lange gearbeitet, er hat es auch überarbeitet. Es ist auch relativ spät erst erschienen. Geschrieben hat er es zwischen 44 und 45, direkt nach seiner Erfahrung in den Arbeitslagern. Erst nach der Befreiung dieser Arbeitslager durch die Rote Armee wieder an seinen Studienort zurückgekehrt in Czernowitz und hat dann direkt angefangen, das auch literarisch zu verarbeiten. Der erste Titel dieses Gedichtes war nicht Todesfuge, sondern Todestango. Und das finde ich noch einen interessanten Hinweis, denn der Todestango war ein reales Musikstück, das in den
Arbeitslagern und in den Vernichtungslagern gespielt wurde, bei Hinrichtungen und zu verschiedenen makaberen Anlässen, Todestango. Und auf diese Musik, die während der Hinrichtungen gespielt wurde, bezieht sich eben Celan auch. Und deswegen finde ich das einen wichtigen Hinweis. Er hat dann den Titel Todesfuge gewählt und auch das hat eine gewisse Berechtigung. Und zwar hat die Fuge mit zwei Dingen zu tun. Erstens damit, dass er ja wie bei einer Fuge so verschiedene Motive zuerst einmal vorstellt und dann diese Motive fast wie in einem Kanon miteinander verschränkt und verwebt, sodass sie immer neu kombiniert werden, aber eigentlich während dieses ganzen ziemlich langen Gedichtes dann immer wieder die gleichen Bilder kommen. Aber dadurch, dass sie neu kombiniert werden und teilweise variiert werden, wie eben bei einer musikalischen Fuge, entstehen auch ganz neue Bilder und das weitet sich da und ich möchte das auch ein bisschen zeigen. Also das ist das eine, warum das jetzt Todesfuge heißt, und das andere ist, die Fuge ist eine berühmte Musikform des Barock und ein großer Meister der Fuge war Johann Sebastian Bach und Bach ist ja ein deutscher Meister des Barock. Und der deutsche Meister kommt in diesem Gedicht ja häufig vor, und zwar der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Und da hat er den deutschen Meister der Musik, Bach, der die Fuge schreibt, und den deutschen Meister Tod, der diese Todesfuge schreibt, miteinander verknüpft. So, und jetzt habe ich viel zum Titel gesagt und noch nicht so viel zum Gedicht selbst. Und da tauchen wir jetzt hinein. In der ersten Strophe werden also diese verschiedenen Motive der Fuge zum ersten Mal vorgestellt. Und das erste Bild ist direkt schon das große Rätselbild, das zum Inbegriff dieses Gedichts geworden ist. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken sie abends. Hier passt gar nichts zusammen. Die Milch ist schwarz, es ist die Milch der Frühe, wir trinken sie aber abends. Das ist alles paradox, es scheint überhaupt nicht zusammenzupassen. Und doch ergibt es durchaus einen, wenn auch sehr, sehr beklemmenden Sinn. Also die schwarze Milch. Milch müsste weiß sein. Warum Milch, warum nicht Wasser? Man könnte sagen, ja, wenn die da im Lager Milch kriegen, das ist ja sowieso schon besser als Wasser. Aber denken wir kurz darüber nach, was Milch eigentlich bedeutet. Milch ist die erste Nahrung des Menschen, wenn er geboren wird. Mensch kommt in die Welt. Die erste Nahrung, die er zu sich nimmt, ist die Milch der Mutter, die weiße Muttermilch. Das ist die erste Nahrung, es ist die Nahrung des Lebens und die ist weiß. Und hier, in diesem Kontext, trinken wir jetzt aber schwarze Milch. Das heißt, das ist die Milch des Todes, die uns im Gegensatz zu dieser Muttermilch, die uns ins Leben hineinbringt, diese Milch des Todes, die wird uns aus dem Leben hinausbringen. Und wir trinken sie, es ist die Milch der Frühe, wir trinken sie aber auch abends, und wir trinken sie mittags und morgens und nachts und immer. Wir trinken und trinken und das kommt die ganze Zeit vor. Wenn wir jetzt noch mitbedenken, dass Milch zu trinken, auch Wasser trinken, aber besonders bei Milch, wenn man die viel trinkt, wenn man viel Milch trinkt, das ist nicht schön, das ist unangenehm, da wird einem schlecht. Und wenn wir das mitbedenken, dann merken wir, dass das eine Form der Folter ist. Dieses ständige Trinken müssen dieser Milch, diese schwarze Todesmilch, die man ohne Unterbrechung trinken muss, bis zum Überdruss, bis eigentlich schon zum Erbrechen, aber man darf nicht aufhören, man muss weiter und weiter und weiter machen und kann eigentlich schon längst nicht mehr. Und das ist eine Folter. Und durch diese vielen Wiederholungen, dieses Trinkens und Trinkens und morgens und mittags und abends und immer, durch diese Wiederholungen wird diese Folter auch für uns als Leser des Gedichts spürbar. Auch im ersten Vers ist dieses Wir drinnen. Wir trinken die Milch. Und da haben wir also ein Kollektiv. Da gibt es viele. Und als Kontrast zu diesem Kollektiv der vielen gibt es einen Mann. Und wir erfahren vieles über diesen Mann, wir erfahren vieles über dieses Kollektiv und wir können dadurch die zwei ganz gut vergleichen. Bleiben wir noch kurz bei diesem Wir. Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng.
Und dieses Schaufeln des Grabs in den Lüften und des Nicht-Engliegens, das ist eben eine Anspielung auf das Engliegen in diesen Lagern. Diese vielen Leute, die in den Lagern interniert waren, die wurden in diesen Baracken ja wirklich aufeinander gestapelt. Wer das mal gesehen hat, diese engen Stockbetten, die ja dreifach übereinander gestapelt waren, und in diesen schmalen Betten lagen die Leute wirklich zu dritt, zu viert, also da hatte nicht einer ein Bett allein. Die wurden wirklich überbelegt, diese Baracken, und zwar doppelt und dreifach und noch mehr überbelegt. Und natürlich war das alles sehr, sehr beengt und sehr, sehr beklemmend. Und die einzige Flucht aus dieser Beengung war eben das Grab in den Lüften. Wenn wir vor Erschöpfung zusammenbrechen, wenn wir erschossen werden, oder wenn wir das kurz noch weiterdenken in die Vernichtungslager, wenn wir vergast werden, dann werden wir nicht mehr eingegraben, denn die Massengräber sind voll. Die Leute wurden nur noch verbrannt, das war auch effizienter, man hatte mehr Platz dann. Und dann steigt man als Asche in die Luft, als Rauch in die Luft. Und da liege ich dann nicht mehr eng. Dann kommt dieser Mann ins Spiel. Ein Mann wohnt im Haus. Da haben wir einen Mann und ein Haus, das Haus. Er wohnt im Haus. Da sehen wir, dieses Kollektiv wohnt nicht im Haus. Das Kollektiv wohnt offensichtlich da, wo es eng ist. Da haben wir schon wieder diese Baracken im Kopf. Und es gibt ein Haus und da wohnt der Mann. Der ist also von dieser Gruppe getrennt und er ist offensichtlich was Besseres. Er darf im Haus wohnen. Er spielt mit den Schlangen. Und dieses mit den Schlangen spielen, das zeugt von seiner Macht. Er kann mit diesen gefährlichen Tieren spielen, er beherrscht sie. Und die Schlangen, da denken wir vielleicht an den Teufel, da denken wir vielleicht an das Gift, an die Gefahr. Die Schlangen sind definitiv bedrohliche Tiere, mit denen man normalerweise nicht spielt, aber dieser Er hat diese Schlangen im Griff. Er spielt mit den Schlangen und er schreibt. Er schreibt, wenn es dunkelt, nach Deutschland. Und was schreibt er da? Er schreibt: Dein goldenes Haar, Margarete. Also offensichtlich einen Liebesbrief an eine Frau namens Margarete, die schöne goldene Haare hat. Es kommen hier zwei typisch arische Körpermerkmale vor. Einmal diese schönen goldenen, blonden Haare der Margarete und dann diese blauen Augen des Mannes. Also das ist diese typische Vorstellung, wie der ideale Arier auszusehen hat. Blonde Haare, blaue Augen. Und diese Margarete hat natürlich auch noch diesen Namen, den man auch von Goethe kennt. Bei Faust heißt die Geliebte von Faust auch Margarete. Allerdings ist Margarete bei Faust eher eine tragische Figur. Deswegen müssen wir uns diese blonde Margarete nicht unbedingt nur als starke deutsche Frau vorstellen. Wir können uns auch, wenn wir an das Gretchen denken, eine Frau vorstellen, die ausgenutzt wird, denn das war das Gretchen auch. Das ist vielleicht noch ganz, ganz im Hintergrund, wenn man diesen Faust mit berücksichtigen möchte. Ich sage dann noch was zur Margarete ein bisschen später. Also er schreibt diesen Liebesbrief und dann tritt er vor das Haus, nachdem er so was Romantisches gemacht hat. Und jetzt macht er was völlig Unromantisches. Es blitzen die Sterne, er pfeift seine Rüden herbei. Er pfeift seine Juden hervor. Er pfeift nach den Hunden, die Rüden. Er hätte natürlich auch Hunde schreiben können, aber der Klang von Rüden und Juden ist ähnlicher. Und das zeigt uns, er behandelt die Juden wie die Hunde. Sie sind für ihn minderwertig und vielleicht sind seine Rüden ihm sogar noch lieber als die Juden. Also die Juden, die sind nachgereiht hinter den Rüden. Er behandelt die Juden, die er hier hervorpfeift, genauso herrisch, wie er die Hunde behandelt. Minderwertig. Eben nicht wie Menschen. Er lässt schaufeln ein Grab in der Erde. Eben, das ist dann dieses konkrete Massengrab. Es wurden ja auch Massengräber geschaufelt, aber eben zum Teil dann auch nicht mehr. Und diese Massengräber, die er da schaufeln lässt, die begleitet er mit einem, oder lässt er begleiten mit einem Musikstück. Er befiehlt uns, spielt auf nun zum Tanz. Und dieser Tanz, das ist eben dieser Todestango, das wäre dieser ursprüngliche Titel gewesen, der Todesfuge, Todestango. Dann geht es wieder los mit diesen Motiven, schwarze Mächte früh, wir trinken nicht nachts, wir trinken nicht morgens und mittags, wir trinken nicht abends, wir trinken und trinken, also diese Folter durch diese ständige schwarze Milch, die man da
aufnehmen muss. Dann kommt wieder der Mann. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreibt. Der schreibt, denn es dunkelt nach Deutschland, dein goldenes Haar, Margarete, es ist alles wiederholt, aber jetzt eine Variation, dein aschenes Haar, Sulamit. Und wir haben also das Haar, das goldene Haar von Margarete. Und Gold ist hier nicht nur die Farbe, sondern auch der Wert. Das goldene Haar ist ein wertvolles Haar. Margarete ist eine wertvolle Frau, ist eine deutsche Frau, die Frau, die viele Kinder bekommen soll, also eben auch eine Frau, die ihrerseits wieder missbraucht wird als Gebärmaschine, das eben auch wieder in Klammern, das kann man mitdenken, aber sie ist eine wertvolle Frau, eine arische Frau. Und Sulamit, der Name ist ein jüdischer Name, er kommt im Hohelied der Liebe im Alten Testament vor. Dort ist Sulamit natürlich die Schönste der Schönen und dort wird sie besungen. Aber hier ist diese jüdische Frau wertlos, völlig entwertet und ihr Haar ist ein aschenes Haar. Das ist einerseits eben eine Anspielung auf dieses vernichtet werden, verbrannt werden, aber andererseits eben auch auf die Wertlosigkeit. Die goldene Margarete, die so wertvoll und wichtig ist, sie beinhaltet auch die Zukunft, sie bringt die Kinder der nächsten Generation. Sulamit mit ihrem aschenen Haar, sie wird wie ein Wegwerfartikel verbrannt, vernichtet und es gibt keine nächste Generation mehr. Das ist ja auch drin. Es gibt noch viele andere Interpretationen für diese beiden Frauen, aber ich glaube, wenn wir an dieser da mal festhalten, dann haben wir schon eine sehr gute Interpretationsgrundlage. Also dein aschenes Haar, Sulamit, wir schaufeln den Grab in den Lüften, da liegt man nicht enger, greift es wieder auf. Dann kommt wieder der Mann, er ruft, stecht tiefer ins Erdreich, ihr einen, ihr anderen singet und spielt. Dieser Kontrast. Die einen müssen hier so eine makabere Tätigkeit ausüben, Massengräber schaufeln und die anderen spielen dazu unterhaltsame Musik. Das war in den Lagern durchwegs so üblich und das muss für die Insassen wirklich belastend und surreal gewesen sein. Er greift nach dem eisernen Gurt, er schwingt's, seine Augen sind blau. Das sind diese beiden Augen und da sind wir eben wieder beim Arier, die goldenen Haare, die blauen Augen. Stecht tiefer die Spaten, ihr anderen spielt weiter zum Tanz auf und dann geht es wieder los mit der schwarzen Milch. Dann wieder spielt mit den Schlangen, er ruft, spielt süßer den Tod. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland, da taucht das eben zum ersten Mal auf. Und da haben wir eben auch wieder das musikalische Element, der Meister aus Deutschland. Dazu kann man auch ganz viele Interpretationen anfügen. Ich möchte mich darauf beschränken zu sagen, der Meister, das ist einer, der etwas wirklich gut kann, einer, der meisterlich sein Handwerk beherrscht. Ob das jetzt das musikalische Handwerk ist, wie wir schon am Anfang gehört haben, da Johann Sebastian Bach war ein deutscher Meister des Barock, oder eben andere Dinge, die man meisterlich beherrscht. Und hier kommt eben dazu, die Deutschen beherrschen auch den Tod und das Töten meisterlich. Und das wird dann wieder kombiniert mit der Musik, spielt süßer den Tod. Dieser Todestango, der uns im Ohr klingt, der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Das ist ein geflügeltes Wort geworden. Er ruft, streicht dunkler die Geigen, dann steigt er als Rauch in die Luft, dann habt ihr ein Grab in den Wolken, da liegt man nicht eng. Vorletzte Strophe, greift nochmal alle Motive auf, schwarze Milch der Früh, wir trinken nicht nachts, wir trinken nicht mittags, der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland, sein Auge ist blau. Warum hat er jetzt nur ein Auge, ja, wenn er auf mich zielt? Und das macht er ja im nächsten Vers, er trifft dich mit bleierner Kugel, er trifft dich genau. Wenn er auf mich zielt, dann mache ich ein Auge zu, damit ich besser zielen kann. Und das ist der einzige Reim in diesem ganzen Gedicht. Der einzige Reim, der hier blau auf genau, fast ein banaler Reim. Und man fragt sich, warum macht er in einem Gedicht, das so musikalisch durchkomponiert ist und das wirklich keine Reime braucht, warum macht er dann überhaupt noch einen Reim hinein? Ja, weil der Reim eben so banal ist und weil das so etwas Abgegriffenes ist. Und hier diese
Assoziation, das blaue Auge, der Meister aus Deutschland, er erschießt mich. Auch das ist eine Banalität. In diesen Lagern erschossen werden, ist hier nichts Besonderes. Es gehört zum Alltag. Und deswegen haben wir hier einen ganz banalen Reim, blau, genau. Und das ist fast wie so ein Abzählvers. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland, sein Auge ist blau, er trifft dich mit bleierner Kugel, er trifft dich genau. Das leiert so richtig schön, wie mit so einem Leierkasten. Er hetzt seine Rüden auf uns. Und da haben wir jetzt eben die Rüden von der ersten Strophe, die er so im Griff hat, dieser Erde. Er hetzt seine Rüden auf uns und er schenkt uns ein Grab in der Luft. Er kann so viele Dinge tun, er kann so viel befehlen. Dieses kann er machen, jenes kann er machen. Er spielt mit den Schlangen und träumet. Er träumet. Das ist auch nicht eine zeitgemäße Art, sich auszudrücken, auch nicht für die Zeit, in der Celan das geschrieben hat. Er träumet. Das führt uns wieder zurück ins 19. Jahrhundert. Da sind wir bei der Romantik, wo geträumet wird. Und er sagt ja schon weiter oben, dieser Mann singet und spielt. Singet, träumet. Dieser Mann im Haus, da können wir sagen, das ist vielleicht der Lagerchef, der hier das Sagen hat. Dieser Mann ist ein Romantiker, der schreibt schöne Liebesbriefe und er ist ein Träumer und zugleich ein Massenmörder, aber das ist kein Widerspruch, das passt zusammen. Und was träumt er? Er träumt, der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Er träumt auch von dieser Vorherrschaft, ich darf andere Leben vernichten, denn mir als Deutschen, mir als Arier, mir als Herrenmenschen steht das zu. Und das ist auch ein Traum, das ist ein gefährlicher Traum, ein Traum, der zu sehr viel Vernichtung geführt hat. Und es endet eben mit diesem, dein goldenes Haar, Margarete, dein aschenes Haar, Sulamit. Margarete, die eine Zukunft hat, und Sulamit, deren Zukunft zerstört ist und damit die Zukunft ihres ganzen Volkes. Eins wollte ich noch sagen, weiter oben, da sind diese Sterne. Es blitzen die Sterne. Da kann man jetzt überlegen, welche Sterne das sind. Es können die realen Sterne im Himmel sein, die blitzen. Es können auch seine Abzeichen sein. Dieser Mann im Haus trägt sicher eine Uniform und möglicherweise hat er an dieser Uniform mehrere Sterne, die zeigen, dass er ein hochrangiger Angehöriger des Militärs ist, der SS ist. Es können auch die Judensterne sein, die da blitzen. Denn die Juden werden ja hervorgepfiffen und dann blitzen vielleicht auch diese Sterne. Also diese Sterne hier kann man dreifach interpretieren. Abschließend möchte ich zu diesem Gedicht noch sagen, und ich hoffe, die Zeit ist jetzt nicht schon längst überschritten. Es gibt ein berühmtes Zitat von Theodor Adorno nach dem Zweiten Weltkrieg. Da hat er gesagt, es sei barbarisch, nach Auschwitz noch Gedichte zu schreiben. Das wird viel, viel zitiert. Es waren Gedichte wie die Todesfuge, die Adorno zum Umdenken gebracht haben. Und da hat er dann zugegeben, dass es vielleicht gerade im Angesicht von Auschwitz wichtig ist, Gedichte zu schreiben. Denn solche Gedichte oder dieses Gedicht, auch das Gedicht eher von Immanuel Weißglas, aber berühmter ist natürlich die Todesfuge, dieses Gedicht bringt das Grauen, das eigentlich unaussprechlich ist, mit einer so klaren und beeindruckenden Bildsprache auf den Punkt, dass es eben sehr wohl wichtig ist, dass hier Lyrik entsteht. Denn die Lyrik, die geht uns nahe, sie geht uns unter die Haut, aber sie ist nicht dokumentarisch, sie ist nicht nur beschreibend, was man ja auch von sich weisen könnte, sondern durch diese starke Bildsprache, die uns emotional zeigt, was es bedeutet, dieses Trinken dieser schwarzen Milch, dieses Unentwegte, das, glaube ich, das berührt uns mehr, als wenn uns sehr nüchtern geschildert wird, was da
passiert ist, weil das kann man dann immer relativieren. Aber das hier kann man nicht relativieren. Dieses Gedicht, das trifft uns unmittelbar. Und das macht den Wert dieser Lyrik aus. Und deswegen ist es eben besonders wichtig, dass man über so schreckliche Ereignisse, die man eigentlich gar nicht in Worte fassen kann oder wo man glaubt, man kann sie nicht in Worte fassen, dass man eben gerade dazu auch Worte findet. Und Celan hat nicht nur in meinen Augen hier genau die richtigen Worte gefunden. Und dieses Gedicht ist ein wichtiges Erbe, nicht nur der deutschen Lyrik, sondern der Menschheit. Und wir sollten nie vergessen, was diesem Gedicht zugrunde liegt. Und wir sollten sehr beherzigen, dass diese Todesfuge, dieser Todestango ein Tanz ist, den wir nicht mehr tanzen möchten.